Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon aufgewacht? Was, Zombie, wo? Von kommen auch das geile Lied der Rocksong hier? Oder kommt es jetzt vorhin gerade? Oder kommt es jetzt so oder jetzt oder wie? So. Der Weizen ist auch schon wieder reif. Wir müssen auch mal wieder unsere Kühe mästen und beglücken lassen, bumsen lassen, whatever. Aber jetzt nicht. Wir haben eine wichtige Mission. Außerdem haben wir ja schon ein paar. Ja! Scheiße. Dingensen. Bücher. Regale. So, das meine ich jetzt. Jetzt geht's hier an das Eingemachte langsam wieder. Ja, das muss ja dann alles noch umgeändert werden, dass wir dann halt ein Weizenernte-Feldmaschine-Dingensbums. Noch eine weitere. Aber die wird wahrscheinlich größer werden. Die kann man ja noch eins aufziehen. Also hier nochmal eins auf, ne? Oder zwei auf sogar. Nee, eins auf. Ah, mein Mikrofon fällt um. Scheiße. Warum fällt mein Mikrofon um, frage ich mich gerade. Ich hab ja... Warte mal, ich muss mal... Nee. Ach so, ich hab... Aha, warte. Ich hab's gleich. So, ich hab den Fuß falsch gestellt. Ja. Wenn der Fuß dann nämlich nicht so ist, wie es sein soll. Jetzt steht sie zu weit weg. Verdammt. Dann kippelt das ein bisschen. So. Ja, die andere Maschine wird noch umgebaut. In der nächsten Aufnahme will ich das wahrscheinlich in Angriff nehmen. Also wahrscheinlich heißt nicht jetzt unbedingt, aber dann später höchstwahrscheinlich, ne? So, wir hätten die Koppels ablegen sollen. Ach komm, ja, das machen wir jetzt schnell mal eben. Boah, geil. Die Bäume sind so geil im Dschungel. Die feiere ich total. Also wenn es dann Eichenbäume mal geben würde, dass man vier Eichenbäume zu einem großen machen kann. Also vielleicht nicht ganz so hoch wie jetzt, welche waren so hoch? Der zum Beispiel. Dann, ja, das wäre geil. Da würde ich, glaube ich, nur Eichenbäume pflanzen. Das wäre krass. Und wenn da spezielle Setzlinge wären, das wäre geil. So Großbaumsetzlinge sozusagen oder so. Also ihr wisst, wie ich meine, ne? Großbaumsetzlinge klingt irgendwie verkehrt. Holz war... Wo war Holz? Holz war hier, genau. Ja, ihr wisst, glaube ich, wie ich meine, mit diesem... Dingensen, mit diesem... Setzlingen. Also wenn die dann... Weißt du, so große Setzlinge halt. So wie ein normaler Baum. So, also die... Wie ein Block so hoch. Oder zwei Blöcke, weißt du, dass du so einen großen Setzling schon hast. Das war geil. Gerade vielleicht 1% oder so. Reicht ja, weißt du, da hast du nicht, da hast du nichts was Besonderes. So, und jetzt geht's an diesen großen Baum, also an diesen einen großen Baum hier. Wir haben ja eigentlich uns das hier schon erreicht mit diesem Holz, aber wir brauchen eh noch mehr für die anderen Häuser, die hier irgendwann mal hin sollen. Also in diesem Sinne sage ich einfach mal, es lohnt sich immer, irgendwas abzusammeln hier bei Minecraft. Auch wenn wir gerade nicht an unseren bestehenden Baustellen gerade weiterarbeiten, aber ja, das wird schon noch. Ne? Bitte habt etwas Geduld. Oh, wo geht's denn hier lang? Nirgends, okay. Ich habe schon gedacht, dass es hier eine Höhle ist. Eine unverforschte Höhle. Hier ist wieder so ein Baum. Boah, Alter, wie schnell das jetzt geht. Wir können jetzt nicht so schnell hier... Dingensen machen. Guckt mal. Cool. Finde ich toll. So, und jetzt... Hier auch noch den. So. Ja, ich bin gerade etwas ruhiger, weil ich mich gerade auf... Was? Auf was anderes konzentrieren wollte ich sagen. Also nebenbei, so nebenbei, weißt du, so ganz nebenbei. Was ist das denn hier? Das verwundert mich etwas hier, das ist ein bisschen suspekt, ist das mir. Weißt du, da ist ein Baum, da steht nur Luft. Einfach so. Und freut sich dran, dass wir runterfallen. Ist mir irgendwie zu hoch gerade. So. Ah, scheiße.
Ja, das war wieder Fail von mir. Ich weiß. Boah, Alter, wenn dann hier mal... Puh, also ich überleg gerade, wenn ich jetzt die Spielzeit vom Let's Show nehme, zum Beispiel, ne? Halt, ich übersteuere, glaube ich, die ganze Zeit. So, die Spielzeit vom Let's Show nehmen. Huch, da fällt Zeug runter. Und dann das hier auf die Welt projiziere, was ich hier noch so... Also ich habe hier auch ein paar Ideen, ne, was ich machen kann. Bei Let's Show Welt habe ich momentan ein bisschen mehr, tut mir leid, aber... Creative hat halt dann jetzt seine Vorteile, sage ich mal, ne? Weil du brauchst halt keine Rohstoffe mehr, ne? Das ist halt Creative halt. Ja, das ist halt dann so... Was hier dann alles stehen wird, wie das dann mal von oben aussehen wird, von dem Tempel. Oder von dem Pseudo-Tempel, oder was das dann auch immer ist. Oh, Zombie. Was denn du hier? Guten Tag. Auch geil, mit Laub bewaffnet. Laub ist ja die härteste Waffe der Welt, habe ich gehört. Ich würde gerne mal wissen, was hier unten ist. Okay, die Höhle. Hier waren wir ja schon. Hm, interessant. Aber jetzt nicht. Wir haben eine andere Mission. Ich bin gerade etwas überfragt hier, wo wir gerade sind. Also nicht, wo wir sind, aber wie viel Bäume wir weggemacht haben. Beziehungsweise, was man jetzt sieht, was man wegmachen könnte oder was man schon weggemacht hat. Das interessiert mich immer. Was habe ich schon geschafft, weißt du? Verstehst du? Weißt du? Meinst du? So. ich habe da noch ein anderes Thema, aber das will ich jetzt auch nicht sagen. Ach meine, ich überlege mir immer Themen, aber die müsste ich dann irgendwie nicht ansprechen, weil sie so schade sind jetzt wegen... Keine Ahnung, wegen der Folge halt jetzt. Das mache ich nächstes Mal, okay? Oder übernächstes Mal, ich weiß gar nicht. Hm. Boah, habt ihr den Trailer, ich weiß nicht, ob ihr euch für Blizzard interessiert oder für StarCraft 2 oder für StarCraft allgemein oder Diablo oder irgendwas anderes von Blizzard. Habt ihr den Trailer gesehen von StarCraft 2? Nett? Schade. Wenn doch, dann, ja, also ich hatte voll Gänsehaut. Kann ich ja mal so sagen, wie es ist. Kakaobohnen brauchen wir eh nicht so viel und das brauchen wir eh nicht. Dann, ja, die Ranken könnten wir später gebrauchen, das Fleisch brauchen wir auch nicht. Ja, ich hatte echt Gänsehaut. Das war so geil, der Trailer von StarCraft 2. Heart of the Swarm. Fallen. Ja, das ist schon... Ich finde es immer sehr interessant, sage ich mal, wenn dann so... Ja, ich sag mal, welches Spiel hat noch eine große Geschichte oder eine sehr umfangreiche Geschichte, weißt du? Also, ja, Bioshock hat halt eine Geschichte und... Allgemein so von, wie ist das, die Spielefirma, wie hieß denn das, auch was mit Beet, oder? Na hier, die auch Dragon Age gemacht haben. BioWare? Ja, BioWare, ne? Ja, die haben meistens eine große Geschichte, ein paar andere Spiele haben auch eine große Geschichte, aber ich meine, StarCraft, Warcraft, Diablo... Das ist alles schon so alt. Die ist ja auch gewachsen, die Geschichte, ne? Das ist ja nicht so, dass die dann so stillgelegt wurde. Die ist ja so groß geworden, alles. Gerade die Geschichte von Diablo finde ich sehr interessant. Da gibt es ja auch Bücher und alles. Das ist so geil. Ja, also kann ich nur empfehlen. Also ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen. Ich empfehle sie einfach mal. Aber ja, ist schon krass, finde ich. Das ist schon irgendwie episch. Ja, geil, wenn Minecraft so eine Geschichte hätte. Naja, hat's ja auch. Kannst ja selber auch finden. Die ist ja viel umfangreicher als jeder andere. Und viel abwechslungsreicher als alles andere, was man jemals kannte. So. Jetzt haben wir das gleich. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, wir verlaufen uns gleich wieder, wie es aussieht. Also ich verlaufe mich, ihr ja nicht. Ich spiele ja. Ihr guckt ja zu, dann wäre wieder die perfekte Arbeitsteilung. So. Wir müssen eigentlich nur unsere Schneise folgen, unsere Schneise der Verwüstung. Ja, wenn die Blätter jetzt einfach liegen bleiben, dann bleiben sie halt liegen. Das ist mir jetzt auch mal egal. Aber wie es aussieht, bleiben wir noch nicht mal liegen. Das ist ja irgendwie das Traurige, weil unser Inventar noch nicht mal voll ist. LOL.
YOLO. Das ist auch sowas. Also ich mach das irgendwie gerne, dieses YOLO und No Homo und... Ja, das ist halt alles so... Ich weiß auch nicht, das ist so, von wo das noch kommt. Ja, das ist irgendwie... Ist nur etwas suspekt, weißt du? Das ist halt so... YOLO! Du bist ja voll wahnsinnig. YOLO! Willst du von der Brücke springen? YOLO! Das entschuldigt alles, weißt du? Das ist so... Wow. Wow, ich bin schon in die Höhle. Au, ich bin in der Höhle. Ich bin die Höhle. Ich bin der Schwarm. Wie war das? 4? 5? 5. So. Ja. Ich überlege gerade was anderes auf Arbeit gerade. Ach man, ich bin gerade abgelenkt. Ich weiß auch nicht. Naja, das wird nur eine Stunde, dann komme ich wieder zwei Tage hin. Einen Tag habe ich noch mit den alten Folgen, das tue ich jetzt über Nacht rendern und ja, und lade ich die anderen Folgen hoch, die dann morgen kommen. Also für euch, heute ist ja dann der Schlag mich tot, heute ist jedenfalls Dienstag. Ja. Nee, heute ist Montag, morgen ist Dienstag. So rum. Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Arbeitswoche. Würde ich mal meinen. Aber ja, ich beende die Aufnahme natürlich noch nicht jetzt. Ich beende sie erst, was weiß ich, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Mal gucken. Ja, muss ja auch noch Kong gucken, das ist ja das nächste. Ich bin vernachlässigt jetzt wegen diesen Fraps-Problemen. Oh. Ja, ich habe nämlich noch gerade die Folge von Kong gesehen. Gute Aufnahme, wie es aussieht, mit so einem Vogel oben auf dem Dings. Der erste seit langem. Ja, will ich auf jeden Fall angucken. Frag mich, ob Trash-Taschmeini da ist. Ob ich glaube eher nicht, weil sonst war ja das Pick da, ne? Alter, wie viele Setzlinge sind das hier, bitte? Hoffel. Hoffel, guckt euch mal die ganzen Setzlinge an. Leck mich am Arsch. So, und dann können wir ja mal von oben gucken, wie viel wir ja schon abgeholzt haben. Wir sind ja voll die... Oha. So geht's natürlich auch. Habe ich jetzt mal nichts dagegen, bis auf, dass unsere Rüstung gleich kaputt ist im Ganzen, aber... Ja... Kann man mal durchgehen lassen. Lol. Alter, wie viel Zeug liegt denn hier rum? Komm, wir brauchen einen Slot. Wir brauchen einen Slot. Ja, jetzt ist schon kein Wahnsinn. Scheiße. Okay, ich dachte, das ist ein Skelett jetzt, aber das war ein Schaf, glaube ich. Boah, hab ich ja voll die Hirngespinste. Ich hab jetzt keinen Bock zu sterben irgendwie. Man mag es kaum glauben, ich hab keinen Lust zu sterben. Ja, sterben ist auch so ein Thema, ne? Eigentlich, das ist alles so... Ja, eigentlich traurig, ne? Aber eigentlich wäre ich dann schon froh, wenn es vorbei wäre. Gerade wenn ich irgendwas falsch mache, gerade auf Arbeit oder so, dann mache ich mir übelst die Vorwürfe manchmal. Es ist zwar manchmal schlimm, aber ich sehe es als schlimm an, sage ich mal. Und dann denke ich halt manchmal, ah ja, manchmal so, weißt du. Vor allem, wenn dann andere irgendwas ausbügeln müssen von mir. Das hasse ich wie die Pest. Wobei die Pest wahrscheinlich, ja, das ist ja eher eine Nummer schlimmer, die Pest. Ja, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also nicht, dass ich jetzt mich selbst umbringen würde, wollen würde, aber... Ja, das ist eigentlich... So ein Scheiß-Thema, ne? Aber, ja, aber ich mach mir dann halt so meine Gedanken dann manchmal. Weißt du, wenn ich nicht schwer werde... Oh. Ja, dann könnten ja andere Leute einfach mal ruhiger leben. Aber jetzt bin ich ja eh allein, aber manchmal denke ich mir trotzdem, dass halt... Wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe, kann ja auch mal passieren. Also gar nicht so beabsichtigt, aber... Passieren kann es ja immer mal. Gerade in dem Shop, wo ich arbeite, arbeitest du mit Maschinen, die gleich mal 1-200.000 Euro wert sind oder wie viel. Und die sich von der Stelle bewegen, also auch auf Straßen. So, jetzt wisst ihr glaube ich alle, was ich bin vom Beruf. Ja, das ist alles ein bisschen... Ja, weißt du, das ist dann... Also ich habe jetzt noch keine kaputt gemacht, aber es wäre jedenfalls schade, wenn... Die Musik passt gerade so schön. Wir haben keine Schere mehr. Wir sind erlöst.
Wir sind erlöst. Den Baum nehme ich noch mit. Da stört mich jetzt irgendwie hier ein bisschen. So. Zack, 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 zack. Und jetzt geht's heim. Hey, hey, hey. Creeper. Renn! Noch ein Creeper. Renn! Noch ein Creeper. Renn! Renn! Renn, 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 renn! Sterne Maschine! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Alter! Ich bin gerade auf 180. Hoffel. Die waren jetzt so nah dran. So. Erstmal zu den Zombie-Man. Au. Bam! Stirb du! Ja, das Gekringel übrigens, was gerade da war, also diese Sterne, Kreuze, irgendwas, was auch immer das sein soll. Das war auch bei der Katze. Bei Luna.